Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute macht man einen Mohntopfenkringel. Das passt noch wunderbar in die Osterzeit. Kann man wunderbar dann ein Osterei in diesen Kringel hineingeben. Das ist ein Germteiggebäck. Deshalb passt es besonders gut in die Osterzeit. Aber das kann man natürlich auch das ganze Jahr genießen. Gell? Aber so passt es halt ganz gut. Ich habe da die Zutaten schon abgewogen, abgemessen und habe da schon mal die Butter flüssig gemacht, weil das braucht man jetzt für einen Germteig. Braucht man eine lauwarme Milch und ein bisschen flüssige Butter. Ich mache das ganz gern so, dass ich mir die Butter flüssig mache im Pfandl und die gebe ich einfach in die kalte Milch hinein. Dann ist die Milch nämlich genau richtig von der Temperatur her, wie wir es brauchen. So. Da muss man nämlich echt aufpassen, dass das nicht zu warm ist. Es sollte nicht über 30 Grad haben, weil sonst die Hefe kaputt ist. Die mag es nämlich nicht so heiß. So, das hebt man mal. Und ich habe da heute eine relativ kleine Menge, deswegen mache ich das nur in der kleinen Schüssel. Das Mehl, wie gesagt, habe ich da schon mal abgewogen. Und ich brauche da heute nur eine halbe Packung von der Trockenhefe, nehmen wir heute mal. Dann eine Prise Salz. Darf beim Hefeteig sowieso nie fehlen. Das rühren wir mal ganz kurz ein bisschen durch. Dann gebe ich natürlich beim Hefeteig auch schon ein bisschen Zitronenschale rein. Der soll da nicht fad schmecken. Ein bisschen Vanillepaste. Und bei dem Hefeteig, da kommt kein Ei hinein. Also da wird es ein Zucker zuerst noch. Da kommt kein Ei, da kommt ein Joghurt rein. Einfach ganz ein normales, mildes Joghurt. So. Und die Milch und Butter hat genau die richtige Temperatur. Und aus dem machen wir jetzt einmal einen schönen Hefeteig. So. Und wenn euch vorkommt, dass er zu fest ist, dann gibt es einfach nur einen Löffel Milch dazu. Aber ich glaube, das passt bei uns. Er sollte sich einfach unterm Mixen oder unterm Kneten in dem Fall schön vom Schüsselrand lösen, dann wäre er einfach optimal. So, der ist jetzt total schön verknetet und er ist total super von der Konsistenz. Wie ich schon gesagt habe, wenn er sich schön vom Schüsselrand löst, dann ist er eigentlich genau richtig. Jetzt kneten wir gerade noch mal ganz kurz so durch. Man darf ruhig so 5 Minuten mit dem Mixer kneten. Wenn man eine größere Menge macht, dann macht man ja eh in der Küchenmaschine, geht es nur mal leichter. So, aber da haben wir so einen wunderschönen glatten Teig, wie man sieht. Brutal. Man braucht überhaupt kein Mehl, nichts. Er ist perfekt. So, da gebe ich jetzt einfach einen Deckel drauf, wieder auf die Schüssel. Und so lassen wir ihn jetzt für eine halbe Stunde einfach einmal gehen. Bis er so doppelt so hoch ist, dann werden wir weitermachen. In der Zwischenzeit werden wir einmal die Fülle machen. So, und bei unserem Topfenmohnkringel, wie man es schon außerhört, braucht man zwei Füllen. Einmal die Mohnfülle und die machen wir uns zuerst. Da habe ich jetzt ein bisschen Milch, die haben wir mal aufgekocht. Da geben wir Zucker dazu. Mal gut einrühren. So. Eine Prise Zimt geben wir da hinein. Mohn und Zimt passt natürlich super zusammen. So, das kocht jetzt auf die Milch und da werden wir jetzt gleich den Mohn dazugeben. Das rühren wir da gleich ein. So, jetzt haben wir da so eine richtig schöne Paste schon. Und das werden wir noch ein bisschen verfeinern. Noch einmal mit ein bisschen Zitronenschale. Vanillepaste, das macht das Ganze ein bisschen weich und rund.
Und beim Mohn darf natürlich der Rum nicht fehlen. Wenn es für Kinder ist, dann gibt man halt nur ein Rum-Aroma oder lässt es überhaupt weg. So, das rühren wir gut durch. Und das gebe ich dann gerade wieder in die Schüssel raus und lasse das auskühlen. Tolle Masse, gell? Die zweite Fülle ist die Topfenfülle und die machen wir uns jetzt. Da geben wir einfach einen Dotter, einen Staubzucker und das rühren wir einmal glatt. Der Topfen gehört für mich immer total super abgeschmeckt, auch, weil sonst ist das auch wieder so eine langweilige Geschichte. Halt. Und zwar natürlich, Zitrone braucht er auf jeden Fall. Hoppala, da tropfen wir ein bisschen. So. Vanillepaste. Man kann natürlich auch eine echte Vanille reingeben. Geht genauso. Und wieder ein kleines Schluckerl rum. Und wie ich schon gesagt habe, bei der Mohnfülle, wenn es für Kinder ist, dann lasst man das halt weg. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen schaumig aufmixen. Das haben wir jetzt ein bisschen schaumig aufgeschlagen. Da geben wir jetzt den Topfen dazu. Ich nehme ganz gern immer den 40%igen Topfen. Ich mag den einfach lieber. Einen Magertopfen mag ich nicht so gern. Der ist für mich ein bisschen zu spär, sage ich mal, im Geschmack. Der 40%ige, der ist eher so ähnlich, als wie dieser Philadelphia oder ein Doppelrahm Frischkäse. Und der Topfen, erstens einmal ist der 40%ige Topfen um viel, viel billiger als ein Doppelrahm Frischkäse. Und hat genau den gleichen, tut den gleichen Zweck, sage ich mal. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Vanillepuddingpulver hinein, damit das Ganze ein bisschen zusammenhält. Und das rühren wir mal kurz in die tote Zuckermasse ein. Und schon haben wir unsere zwei Füllen fertig. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis unser Hefeteig, der Germteig, schön aufgegangen ist. Dann machen wir weiter. Der Germteig ist jetzt wunderbar aufgegangen. Total schön fein. So, und jetzt werden wir unsere Kringel machen. Dazu werden wir nochmal schön rechteckig ausrollen. Dann gehen wir nochmal auf die Arbeitsfläche heraus. Schaut, der fällt wunderschön aus, als überhaupt nichts in der Schüssel blieb. Also genau richtig von der Konsistenz. So, ganz leicht mit Mehl bestauben und einfach rechteckig ausrollen. So, ein paar Mal ein bisschen hin und her drehen. Also der ist wirklich toll, der Teig, muss ich ehrlich sagen, der ist so lässig. Vielleicht ist das vom Joghurt. Jetzt der letzte Schliff. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass er schön rechteckig ist. Gut. Was haben wir da jetzt für Stärke? So 2-3 mm. Dicker braucht er nicht sein. Man kann einfach schauen, dass man das da jetzt ein bisschen schön hinkriegt. So. Und jetzt werden wir zuerst die Mohnfülle mal da auf den unteren Teil geben wir mal die Mohnfülle drauf. Die verstreichen wir da schön. Am besten mit einer kleinen Palette oder natürlich mit einem Löffel oder Messer geht es ja genauso. So. Und jetzt geben wir noch den Topfen da drauf. Es sollte einfach so sein, dass die Hälfte vom Teig leer bleibt. Weil das klappt man jetzt dann einfach so runter. So,
Das geht ein bisschen leichter da mit dem Topfen. Und jetzt klappt man das einfach so drüber. Zack. Dass das schön verschlossen ist da unten. So, jetzt drückt man das ein bisschen gleichmäßig an. Schneiden wir uns jetzt so Streifen herunter, so circa 1 bis 1,5 cm. So. Und dann nehmen wir den Streifen und den werden wir so zweimal dagegen drehen und einfach dann so als Kringel mehr oder weniger so aufs Backblech geben. Machen wir gleich noch einen. So. Bisschen vorsichtig einfach, weil der Topfen, wie gesagt, ist relativ weich. Und der quillt natürlich ein bisschen raus, aber das macht gar nichts. Und jetzt wieder so zwei, dreimal drehen, dass wir so eine richtige Spirale haben. Und dann einfach so ein bisschen zusammenkleben da auf der Seite und aufs Backblech legen. Und wenn man es eben jetzt als Ostergebäck nimmt, dann kann man da wunderbar, wenn es fertig sind, dann ein gekochtes, färbiges Ei hineingeben. Und dass man da auch einen schönen Platz hat für dieses Ei, hebe ich mal die Eierschale auf und gebe die zum Backen da hinein. Wenn das fertig ist, Gebäck, gebe ich die wieder raus und kann dann das gefärbte Ei eingeben. Das werden wir jetzt da gleich so ausprobieren. Das werden wir jetzt ein bisschen schneller fertig machen, und zwar auf meine Art. Hex, Hex. Das wäre erledigt. Hat wieder wunderbar geklappt. Und diese Kringel, die lassen wir jetzt einfach 15 Minuten da stehen. Die decken wir noch ein bisschen ab. Dann kann sich der Teig noch ein bisschen entspannen und vielleicht noch ein bisschen aufgehen. Und in der Zwischenzeit werden wir uns das Backrohr auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Wir haben ja da ein Eiweiß übergehabt, weil bei der Topfenmasse haben wir ja nur einen Dotter genommen. Und deshalb habe ich das ganz leicht angeschlagen mit dem Mixer. Und das werden wir jetzt da zum Einstreichen verwenden. Dann hat das auch noch mehr einen Sinn gemacht. So, das streichen wir jetzt da ein. Und der Backofen ist heiß. Den haben wir ja schon vorgeheizt. Und jetzt werden wir den in die Mitte einschirmen. So circa für 20 Minuten, 20, 25 Minuten, sage ich mal, gell? Die Zeit ist um. Unsere Kringel sind fertig. Und schön sind sie waren. Ein herrlicher Duft vom Mohn. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, die habe ich jetzt um 10 Minuten länger drin gehabt, als in der Beschreibung steht. Also so, wie ich das Rezept halt her habe. Nicht 20 Minuten, sondern 30 Minuten. Aber das ist ja egal. Man schaut halt einfach nach, ob es fertig sind und gut ist. Das geben wir da mal heraus, das Ei, und da gibt man halt dann eben ein anderes Ei rein, ein gefärbtes. Also vielleicht hat euch das jetzt gefallen, dann probiert es aus, macht es, oh, ist das toll und gut. Ui, lecker. Es dampft noch. Der Mohn und der Topfen, so ist alles schön ineinander gegangen. Das ist ganz, ganz toll. Vielleicht hat euch das gefallen, dann probiert es aus, macht es noch. Das ist keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal. Mmh. War herrlich.